Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zum Hardware-Check vom Medion-Laptop. Ich habe mir da diesmal leider etwas mehr Zeit lassen müssen, weil ich nicht so intensiv zum Testen kam wegen Corona wie sonst. Bin ja mit den Kids zu Hause und so. Und ich wollte da halt eine Sache testen, bevor ich das Fazit-Video mache. Vorab, es ist ein schöner Laptop. Es ist wirklich ein sehr schöner Laptop. Er ist flinker, als ich gedacht habe für die Größe. Ich habe auch schon das aktuelle Windows 10 drauf. H20 oder so. Irgendwie so. Aber das hat beim ersten Mal gar nicht funktioniert. Da habe ich es fast fertig gehabt. War schon alles installiert und der letzte Neustart, und dann stand da, ja, jetzt alles fertig, wir müssen nur noch immer neu starten. Dann stand da, Fehler, wird alles wieder zurückgesetzt. Und da habe ich ein paar Stunden dran gesessen gehabt. Und dann habe ich es nochmal gemacht. Da habe ich auch von Vormittag bis abends, oder bis spätabends hat er gebraucht, um es runterzuladen und zu installieren. Ich habe den die ganze Zeit hier auf dem Tisch liegen lassen, am Strom dran und so. Das hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber wo es dann einmal drauf war, war drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob es intern jetzt irgendwie einen kleinen Fehler war oder ob es mit dem Update irgendein Problem gab, dass es deswegen so lange gedauert hat. Das kann ich euch nicht beantworten, weil alle anderen Updates gingen rucki zucki. Da kann ich mich nicht beschweren. Ich richte euch jetzt erstmal auf den Laptop. So. Mit dazu kriegt er natürlich ein Stromkabel. Will ich halt auch nochmal schnell erwähnt haben, einen Stift, der auch wunderbar funktioniert, mit so einer coolen Halterung, die an den USB-Port kommt. Und ich habe es auch mit einer Maus getestet, den Laptop. Ob alles funktioniert, funktioniert auch mit einer Maus wunderbar. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Laptop an sich. So, ich habe jetzt voll geladen. Und jetzt machen wir einfach mal Strom an, damit ihr seht, wie schnell der eigentlich überhaupt beim Starten ist. So, angemacht. Oder halt angemacht? Ne, ich habe ihn nicht angemacht. Moment. Mit dem Knopf ist manchmal ein bisschen. Oder ist der Akku schon wieder leer? Hatte ich den letzten nicht, ich hatte nur letztens geladen, nee, jetzt habe ich angemacht. So, damit ihr erstmal seht, wie schnell er überhaupt ist. So, und da sind wir schon im Windows-Bildschirm. Ja. Moment. So, ich musste nur schnell meinen PIN eingeben. So. Und da ist er auch schon komplett geladen. Wir können gleich loslegen. Ohne Probleme. Funktioniert wunderbar. Wir müssen nicht unbedingt den Stift nehmen. Den zeige ich euch auch mal nochmal. Ich mache mal das erstmal ab hier. So. Wir haben dann hier praktisch den Stift. Und da können wir dann hier zum Beispiel die Alexa-App öffnen. Und wieder schließen. Ne? So. Wir können auch einfach den Microsoft Store öffnen und auch wieder schließen. Na. So. Von der Seite macht sich das halt immer ein bisschen blöde. Wenn du direkt davor bist, ist das was anderes. Wir können einfach mal den Browser öffnen. Und auch wieder schließen. Es funktioniert alles sehr schnell und sehr reibungslos. Was sehr geil ist. Wir können aber auch jederzeit einfach mit mit Finger. Müssen wir mit Doppelklick arbeiten. Weil meistens markiert er das nur. Hier einmal markiert. Und wenn wir jetzt hier Doppelklick machen, dann macht er das auf. Selbst das funktioniert sehr schnell und sehr reibungslos mit Fingern. Ohne Probleme.
Das Geilste aber an dem Laptop ist überhaupt, wir können den einfach hier mal so zusammenklappen. So, dann haben wir die Tastatur auf der Seite. Und dann können wir den so hinstellen und hätten den jetzt so als kleinen Bilderrahmen, als Tablet-Möglichkeit oder was weiß ich, haben wir hier auch und können nachher trotzdem alles benutzen ohne Probleme. Wir können auch jetzt hier und dann kann ich, wird automatisch ein Tastenfeld geöffnet. So, kann ich hier Buchstaben reinklicken. Ich könnte jetzt aber auch hier hinten. Und da geht's nicht. Ja, also ich zoome euch mal ran, damit ihr das so ein bisschen seht. Also hier kommt jetzt nicht wirklich was dazu, was ich sehr gut finde. So, da. Und jetzt drücke ich hier hinten einfach mal O. Und da passiert nichts. Ja, das ist sehr gut. Also wir brauchen da keine Angst haben, dass der irgendwie, dass wir hinten auf die Tasten raufkommen und aus Versehen irgendwas Falsches angeben. Ich habe irgendeine Warnung vor Schadsoftware. So. Was aber noch viel geiler ist als dieser Modus, so, ist, wenn wir das jetzt einfach mal so zusammenklappen. So, und dann haben wir hier ein Tablet. Das ist noch viel geiler. Wir haben jetzt praktisch ein Laptop. Wir können das hier alles schließen. Auch die Icons werden hier dementsprechend angeordnet, dass wir sie hier untereinander haben und die Bar hier unten. Selbst das funktioniert wunderbar. Und wir können jetzt einfach mal und können das auch groß machen. Dann gehe ich einfach mal auf Odins Tests und suchen einfach mal Odins Tests. Und da finden wir dann auch ganz normal, wie als wenn wir ich zoome mal ein Stück raus. Ist halt ein bisschen doof mit dem Abfilmen von dem Bildschirm. Ja, und sind hier wunderbar im Tablet-Modus, können die Tastatur nehmen. Brauchen keine Angst haben, dass wir hier hinten irgendwas drücken. Es fässt sich ein bisschen komisch an, wenn man sich so, wenn man den so hält, klar. Aber es macht nichts. Und wir können den auch einfach mal so klappen. Oh, ja, dann ist der Bildschirm halt so. Oder wir können den halt umdrehen. Dann ist der auch ruckzuck in die andere Richtung. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ich habe verschiedene Achso, das war hier an der Seite. So. Ich habe verschiedene Softwares. Warte mal, ich mach mal rauszoomen. So. Ich habe verschiedene Software-Varianten hier drauf installiert. Ich habe mein Bearbeitungsprogramm installiert. Ich habe, also mein Camtasia, ich habe OBS installiert, ich habe Microsoft 365 installiert gehabt. Ist jetzt alles nicht mehr da, kommen wir gleich dazu. Hat alles wunderbar funktioniert, wirklich. Also von der Schnelligkeit von dem kleinen Ding bin ich wirklich begeistert. Auch die Akkuzeit, alles wirklich so wie beschrieben, wunderbar, wirklich super. Videos bearbeiten, könnt ihr euch denken, mit so einem kleinen Teil eher semi-optimal. Es geht, dauert seine Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Grafikkarte wir hier drin haben. Gigabyte, denke ich mal, oder sowas. Oder zwei. Können ja mal gucken, wer System. Und das habe ich nämlich noch nicht überprüft, ehrlich gesagt. So. So, wir haben 8 GB Arbeitsspeicher drin, das hatte ich ja schon erzählt. Wir haben einen i5-Prozessor und zwar den 10210U, also ich denke mal aus der 10. Generation, mit
1,6 Gigahertz und 2,1. Ich denke mal, 2,1 ist denn der Boost-Modus oder so. Wir haben 64-Bit-Betriebssystem drauf. Ja, alles wirklich. Und wir haben jetzt hier Version, also Windows 10, Home 20H2. Und zwar am 8.01.2021 installiert. Da können wir alles hier einsehen. Also, wegen Grafikkarte habe ich hier ehrlich gesagt noch nicht geguckt. Es geht, aber es dauert halt eine Ewigkeit, um Videos zu bearbeiten. Aber das ist egal. Dafür ist er auch nicht eigentlich ausgelegt. Virenschutz abgelaufen. Ja, ich habe mein Antivirenprogramm noch nicht drauf. Das ist alles jetzt so Standard. Ich habe den auch komplett neu installiert. Also praktisch zurückgesetzt. Dann macht ihr den einfach aus und drückt die F8-Taste. War F8? Doch, es müsste, glaube ich, F8 gewesen sein. Und dann kommt ihr in den Recovery-Modus rein. Da finde ich es ein bisschen schade. Ich habe die ganzen Bücher, also entweder habe ich es überlesen, aber ich habe das Handbuch gewälzt, ich habe die Zettel, die mit bei waren, gewälzt. Ich habe nirgends einen Hinweis gefunden, dass es die F8-Taste ist für den Recovery-Modus. Weil ich hatte nach dem ersten Fehlinstallieren von Windows 10 ein Problem, deswegen auch die Maus hier, dass ich auf einmal mein Touchpad nicht mehr nutzen konnte. Da musste ich erstmal die Maus ranklemmen und hier unter Systemsteuerung und so die Touchpad überprüfen und auf Fehler überprüben, Fehler erkannt, da oben. Das hat er alles automatisch gemacht. Man braucht aber im ersten Augenblick erstmal eine Maus, um das einzustellen. Das ist aber, denke ich mal, wegen diesem verkorksten Update gewesen, weil das war das einzige Mal, dass ich sowas hatte. Und nachdem das Update dann auch drauf war, hat auch alles wunderbar geflutscht. Kann ich wirklich nicht meckern. Selbst das Zurücksetzen, du kannst dann halt sagen, du möchtest den zurücksetzen, du möchtest deine Daten beibehalten oder du möchtest den komplett auf Werkseinstellung machen. In dieser Variante, ich habe erst die Variante gemacht mit Sachen behalten. Das hat sehr gut funktioniert. Meine Sachen wurden auch aus dem privaten Ordner beibehalten, alles andere wurde gelöscht. Dann habe ich die Variante genommen mit alles komplett löschen, alles platt machen, so wie in Werkslieferung. Und so haben wir ihn jetzt auch hier. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist hier Google Chrome installiert. Oder war der schon mit bei? Das weiß ich jetzt so aus dem Kopf gar nicht. Ich glaube, Windows Chrome, ach, Chrome, den Chrome Browser. Mensch, Windows Chrome, bin ich doof. Den Chrome Browser hat er automatisch installiert. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich war wirklich, in der ganzen Testphase war ich wirklich sehr, sehr beeindruckt von dem, was das kleine Ding kann. Weil ich damit nicht gerechnet hätte, dass der kleine die Geschwindigkeit hat. Ich kenne das noch, vielleicht, ich bin auch ein was älteres Semester, ich kenne das noch von den Windows 7 Laptops mit Windows 7 Starter. Oder Windows Vista, gab es ja auch Windows Vista Starter. Diese kleinen Laptops, kennt ihr die noch? Wo dann später auch dann die Möglichkeit gab, Windows oder Android zu nutzen. Da bin ich ein bisschen geschädigt von. Das ist hier komplett überhaupt nicht so. Und auch von dem Stift. Also ich bin wirklich begeistert, wie schön das alles funktioniert. Ich muss halt ein bisschen, ich traue mich manchmal nicht so doll ranzutippen. Deswegen funktioniert das nicht immer gleich. Es funktioniert wirklich super. Beim ersten Klick alles. Und dann, ich bin da wirklich, also mich hat der wirklich in der ganzen Testzeit wirklich überzeugt. Es ist jetzt kein High-End-Laptop, um Spiele zu spielen, Videos zu bearbeiten, irgendwas mit Tönen zu machen oder irgendwas. Davon ist auch nicht die Zielgruppe. Aber für das Segment, für was er geschaffen ist, E-Mails machen, schreiben, also Dokumente schreiben, lesen, drucken, im Internet surfen, für die Kinder zum Lernen, jetzt für meine Tochter zum Beispiel, im Homeoffice. Da ist er wirklich tipptopp. Durch das Alugehäuse super geschützt, ohne Probleme. Ich habe auch eine Anfrage, die werden wir auch gleich hier im Video live beantworten. Unter dem Hardware-Video hat nämlich jemand gefragt, der hat sich den gleichen geholt. Ob bei mir auch das Problem ist, wegen der Kamera, dass sich das irgendwie wabbelig anfühlt oder weich. Nein, ist bei mir definitiv
nicht so, ist eine große Front. Man hat halt einen kleinen Unterschied von der Kamera. Da merkt man halt hier so eine kleine Vertiefung. Aber hier kann ich drücken. Ich drücke auch richtig doll. Also ist jetzt nicht so, dass ich nicht doll drücke. Hier ist kein Film. Also kennt ihr ja, wenn er auf LED-Bildschirm rumdrückt oder sowas in der Art. Ist überhaupt nicht. Also auch hier und hier. Ich kann hier drücken, wie ich will. Also das ist, na gut, wenn ich zu weit oben drücke, dann geht die Taskbar natürlich an. Ja, aber hier ist überhaupt nichts. Also hier kann ich drücken, wie ich will. Also das ist alles im sicheren Bereich. Ja. Also so muss ich echt sagen, bin ich mit dem kleinen Teil echt sehr, 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 sehr zufrieden. Hätte ich so in der Form nicht gedacht. Und wie gesagt, ich habe alles Mögliche getestet, alle möglichen Programme von mir drauf gehabt, ich habe Photoshop drauf gehabt, selbst das hat wunderbar funktioniert. Das Einzige, wo er halt an seine Grenzen gestoßen ist, ist bei dem Videorendern. Ja? Bearbeiten gar nicht mal so, das hat auch gut, relativ gut funktioniert, aber frisst halt auch viel Prozessor und so. Aber beim Rendern, da habe ich dann auch vorzeitig abgebrochen. Das war ja auch nur ein Test. Aber sonst hatte kleine Ding wirklich das gemacht, was das machen soll und das sogar sehr gut. Ja, also ist ja jetzt nicht mein erstes Medion-Produkt, wo viele mal sagen, oh Medion, Aldi-Marke, Billig-Marke, kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen und auch überhaupt nicht verstehen. Medion hat sich in den letzten Jahren schon, schon Ewigkeiten, so was von rausgemacht. Die bieten ja auch schon nicht nur die Towers, auch jetzt Laptops und Mini-Spülmaschinen. Da habe ich letztens eine bei Aldi gesehen. Und da war ich echt am überlegen, so eine Mini-Spülmaschine, die sah echt geil aus. Und Preis war auch okay. Also da tut sich Medion wirklich hervor, muss ich sagen. Also, und ich habe jetzt auch bei Freunden, die haben sich von Medion in das war schon im Blu-ray-Player, glaube ich. Oh, da müsste ich jetzt lügen, da müsste ich Martin fragen. Ich glaube, es war ein Blu-ray-Player, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und die hatten davor schon in Medion PC und waren mit dem sehr zufrieden. Und ist halt auch kein Gaming-PC, auch wirklich nur ein Office-PC. Und waren damit sehr zufrieden und dafür war er auch gut ausgerüstet. Und war, also da alle tipptopp, kann ich echt nicht meckern. Kann ich wirklich so nicht meckern. Küchenradio habe ich ja auch hier. Beziehungsweise jetzt ist es bei meiner Mutter. Meine Mutter nutzt das, weil sie unbedingt ein Küchenradio brauchte. Also diese Box, was ich schon mal im Video gemacht hatte. Und da muss ich sagen, auch optisch, wenn ich mir jetzt den optischen Wert vom Laptop angucke, optisch sieht er wirklich schick aus. Der sieht wirklich schick aus. Und auch die anderen Produkte, wenn ich zum Beispiel die Mini-Spülmaschine, die ich gesehen habe. Oh, ich weiß den Preis jetzt aber nicht mehr. Ich glaube, 200 €, 300 €, sowas in dem Dreh. Müsste ich lügen. Sah optisch echt wirklich stylisch aus. Sah wirklich geil aus. Und dann gucken wir uns den mal jetzt ganz genau an. So, also wie gesagt, nicht erschrecken, dass wir haben hier einen großen, breiten Rahmen. Also der Bildschirm geht natürlich jetzt nicht bis zum Rand. Weil einmal haben wir hier oben die Kamera drin, dann haben wir das Touchfeld und das ist ja auch Glas hier, glaube ich, dass es Glas ist, um das halt noch ein bisschen zu schützen. Also wir können auch, also wenn ich normal drücke, habe ich hier keine Artefakte oder irgendwas ähnliches. Da muss ich wirklich schon richtig doll aufdrücken, ja, dass ich da irgendwie ein Artefakt bekomme. Also das ist so wie auf diesen LED-Bildschirm, wisst ihr ja, wenn man da anfasst. Sonst ist da gar nichts. Das ist vorne Metall, hier außen rum Metall, hier ist Metall und auf der Rückseite ist auch Metall. Ich weiß nicht, ob ich eine Seriennummer zuhalten muss oder so, ob sowas wichtig ist. Hier haben wir den Lüfter, der funktioniert sehr gut. Der ist auch sehr leise. Wir haben hier eine SSD M2 drin mit, ich glaube, 500 GB waren das oder so. Müsste ich nochmal nachgucken. So. Gucken mal nach. Dieser PC. Also wir haben
Einmal eine C- und einmal eine D-Festplatte. Einmal 444 GB und einmal 29. Also eine 500 GB M2-SSD. Warum der Recovery-Modus hier angezeigt wird, weiß ich nicht. Der sollte eigentlich inkognito sein. Also der Recovery-Bereich. Also ich habe hier zwei Festplatten angezeigt. Einmal die Hauptfestplatte und einmal Recovery. Und Recovery sollte eigentlich unsichtbar sein. Ich weiß aber jetzt nicht, ob beim ersten Mal benutzen da auch der Recovery-Bereich unsichtbar war. Weiß ich nicht. Der Laptop ist auch die ganze Zeit ziemlich leise. Jetzt hört man. Warte mal. Kühlt er kurzzeitig. Ich muss mal gucken, wie es sich dann über das Mikrofon anhört. Es ist aber nicht nervig. Er kühlt dann kurzzeitig, dann geht er wieder aus, die Kühlung. Jetzt zum Beispiel. Und dann dürfte da eigentlich nichts hören. Also er kühlt halt auch nicht die ganze Zeit konstant. Er kühlt halt wirklich nur dann, wenn es zu warm wird. Ist erstmal gut für Energie, weil der Lüfter frisst Strom, klar. Und auch für den Geräuschpegel und das Wohlempfinden. Von der Seite ist dann halt immer ein bisschen doof, so, aber es geht. Also wie gesagt, mich hat er so komplett überzeugt. Also für das, was da geschaffen ist, für das, was da machen soll und für die Zwecke, für die man sich so einen Laptop holt, wirklich tipptopp. Wir haben auch dann noch so einen Zettel mit bei, da können wir auch noch so eine Wandhalterung holen, dass man den dann reinmachen kann. Den kann man am Kühlschrank, an der Wand, irgendwo und als Touchscreen benutzen mit viel Power. Also da auf jeden Fall mehr Power als als ein normales Tablet, als die meisten normalen Tablets momentan hat er schon. Und von mir ganz klar eine Empfehlung. Wie gesagt, ich habe die ganze Zeit alles Mögliche installiert, deinstalliert. Ich hatte Steam drauf, hab Spiele gespielt, die in Full HD eigentlich relativ gut geklappt haben. Also kleinere Spiele, also größere. Ja klar, da geht die Power an die Grenze. Aber selbst Spiele gingen einige. Microsoft 365, Schreiben, Lesen, Excel, OneDrive. Bei der Größe, wenn euer OneDrive voll ist und ihr habt einen Terabyte, würde ich nicht empfehlen, dass ihr sagt, ja, der kann alles runterladen. Ihr habt hier nur 500 GB. Aber OneDrive als Backup-Möglichkeit, dass alles, was ihr drauf habt, praktisch in die Cloud kommt, dass der komplette Bildschirm, also wenn ihr euch hier, was weiß ich, mache ich ja gerne, mir irgendwo Textdokumente oder E-Mails hier auf dem Bildschirm ziehe, die ich dann halt eine Stunde später oder nächsten Tag oder übernächsten Tag noch weiter bearbeiten will oder nochmal antworten will, separat, weil ich noch irgendwas testen will. Habe ich dann hier irgendwo auf dem Bildschirm drauf liegen. Und wenn ihr das dann so macht und der kackt euch ab und ihr macht einen Recovery-Modus und macht ihn wieder neu und macht auch wieder OneDrive und dann sagt er hier auch wieder herstellen und dann habt ihr auch die E-Mails alle wieder vorne da, wo ihr sie hattet. Das funktioniert sehr gut. Aber da, wie gesagt, ihr habt einen Terabyte OneDrive, da müsst ihr aufpassen, dass nicht alles wiederhergestellt wird, was vielleicht auch auf anderen PCs ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier meinen Zuballer mit Fotos von meiner Tochter zum Beispiel, weil OneDrive ist ja auch gleichzeitig unsere Cloud-Lösung, was wir auch auf dem Handy haben. Und mein OneDrive, ich habe ein Familienkonto mir geholt bei OneDrive, also eine Familienlizenz. Oh Gott, da habe ich bezahlt. Oh, habe ich vor Black Friday geholt. 42 Euro, glaube ich. Glaube ich 42 Euro, glaube ich. Und habe dadurch sechs Lizenzen. Da habe ich eine hat meine Frau, eine hat meine Tochter, eine habe ich einem Kollegen gegeben, größer Fokus. Und habe dann halt noch zwei Lizenzen frei. Und da würde ich dann bei sowas empfehlen, wenn der zu wenig Speicher hat, dem eine eigene Lizenz zu geben.
Ja, weil OneDrive lädt ja auch nur darunter, was OneDrive, wenn ihr jetzt sagt, ihr geht in OneDrive-Ordner rein und dann sagt er, hier, guck mir mal das Foto an, guckt ihr das Foto an, dann ladet der das ja erst runter. Außer ihr klatscht halt hier viel auf dem Desktop, dann ladet der das runter. Also da würde ich dann schon empfehlen, gebt dem eine eigene OneDrive-Lizenz. Nicht, was ihr jetzt mit PC zum Beispiel nutzt, dann habt ihr hier Sachen drauf, auf dem PC Sachen drauf und dann wird das ist dann halt ein bisschen kontraproduktiv. Und dann geht euch irgendwann der Speicher aus. Weil, wie gesagt, 500, wir haben 444 Gigabyte zur Verfügung. Auch würde ich euch raten, die Updates werden ja teilweise auch danach, ihr löscht. Also, ihr ladet die runter, dann wird das Update installiert und dann wird sie gelöscht. Aber so ein Laptop, auch PC, über eine längere Zeit müllen die sich gerne mal voll. Nicht nur wegen Updates von Windows, die gemacht wurden, Updates von Programmen, Browser, Cookies, allen möglichen Scheiß. Also empfehle ich euch, weil das hat schon, die Größe kann schon erheblich werden. Deswegen empfehle ich euch, so wie ich mache das seit Jahren so, einmal im Jahr Recovery-Modus drüber, habe ich bei meinem alten Laptop gemacht, mache ich bei meinem PC. Einmal im Jahr Recovery, neu drüber gebügelt, die Treiber zieht er sich dann die aktuellsten wieder. Da seid ihr immer auf der sicheren Seite. Ihr habt die Mülldateien gelöscht. Das ist so, das hat mir damals mein PC-Mann gesagt, vor etlichen Jahren, einmal im Jahr neu machen, damit er sich wirklich nochmal erholt und dass wirklich alles läuft und so. Und das habe ich jetzt seit 15 Jahren mache ich das und bin damit sehr gut gefahren und werde damit auch weiterfahren. Jetzt ist er gerade ausgegangen, zack, ist er auch schon wieder an. Ja, das Einzige, was mich halt nervt mit dieser PIN-Eingabe, da habe ich bei Windows Starten, ich habe ja Windows Home hier. Ich weiß nicht, ob das ein Eigenschaft von Windows Home ist. Hier habe ich halt keine Möglichkeit gehabt. Ich möchte kein Passwort, ich möchte nichts haben, ich möchte einfach nur starte das Ding und gut. Nein, ich muss den PIN wenigstens eingeben. Oder ich habe es wieder übersehen oder so, aber eigentlich am PC ging es ja auch. Keine Ahnung. So. Das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Zum Laptop. Wie gesagt, ich bin vom Laptop überzeugt. Der ist schnell, der ist klein, der ist leistungsstark. Ich zeige euch jetzt nochmal schnell das Ausmachen. Jetzt geht er aus. Der Lüfter geht immer kurz an. Die Lampe leuchtet noch. Bildschirm ist schon aus. Zack. Und schon ist er komplett aus. Das war's schon. Der Laptop ist jetzt komplett aus. F11. Ich habe nämlich die ganze Zeit F8 gesagt, es war glaube ich F11. Ja, da ist es. Und zwar Power Recover. Und da kann man dann halt jetzt das Land auswählen und dann halt den kompletten Laptop zurücksetzen. Machen wir mal Reboot. Yes. Wollte ich halt auch noch mal kurz gezeigt haben, dass es das funktioniert. Ich habe die ganze Zeit F8 gesagt, es war F11. Ich habe das mit F4 für BIOS verwechselt. Tut mir leid, ich muss dann halt in den entsprechenden Videopassagen, wenn ich es nicht wieder vergesse, wenn ich das heute noch machen sollte, das Video. Herunterfahren. Trotzdem herunterfahren. Hoffe ich, dass ich es nicht vergesse, dann kann ich das nicht richtig sagen. Die F11-Taste. Aber ihr müsst die F11-Taste wirklich beim Start gleich drücken. Weil wenn ihr wartet, bis Medion da steht und die Bälle anfangen und dann mehrmals hintereinander drücken oder nur einmal drücken, dann funktioniert das meistens nicht richtig. Also gleich vom Start an, ein paar Mal macht, dass ihr in dieses Recovery-Menü reinkommt. Und dann könnt ihr den komplett resetten. Und dann ist er wieder wie zur Werkseinstellung. Wie frisch aus dem Karton genommen. Also der hat auch ein ordentliches Gewicht. Also wie gesagt, ich bin
begeistert von dem Laptop. Ich hätte das, was er mir geboten hat, nicht gedacht, dass er das kann. Und auch in der Schnelligkeit. Ich habe gedacht, wie gesagt, ich bin von den alten, von den älteren Starter-Laptops da ein bisschen, mir brandet Kind scheutet Feuer, wie man so schön sagt. Da bin ich bei diesen kleinen Laptops dann immer sehr vorsichtig und denke, oh, aber nichtsdestotrotz, wirklich super gemacht, alle tipptopp. Also kann ich wirklich nicht, kann mir wirklich überhaupt nicht beschweren. Wirklich top. So. Das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich werde auch noch weiter ein bisschen was mit dem Testen und so. Jetzt kriegt erstmal meine Tochter für Homeoffice, also für Schule und so und wegen Arbeiten und Englisch und naja. Und ich bin jetzt erstmal weg. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin.